Hallo, liebe Leute! Hier ist Christian von Christians How to Plays, der mit dem Hut. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, was ist hier los? Warum ist hier so eine rote Dame? Und warum bin ich in so einem kleinen Fenster? Ja, das ist die Jennifer. Und stell dich mal vor, beziehungsweise begrüß mal deinen Abonnenten. Ja, hallo. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin heute hier mit dem Christian und ihr kennt den Christian bestimmt, der macht ganz schöne Gitarrentutorials und wir wollten jetzt mal zusammen was starten und mal was ausprobieren, weil der Christian ganz viel Wissen hat, was er weitergeben kann und ich fast kein Wissen und das klappt, glaube ich, ganz gut. genau. ihr werdet dieses Video auf unseren beiden Kanälen finden. Deswegen ist das jetzt gerade so an unsere beiden Abonnenten dann gerichtet. Und ja, die Jennifer, die lernt quasi Gitarre und ich bin darauf aufmerksam geworden und ich fand ihre Videos ganz cool und wie sie das da alles so macht. Und dann haben wir uns mal unterhalten und dass wir sagen, komm, wir machen mal so Videos, wo wir uns mal so ein bisschen unterhalten und wo ich dir eventuell ein bisschen was zeige. Auch so vielleicht so ein bisschen zum Reinschnuppern in mein Video- und Webcam-Unterricht und auch, dass wir uns einfach mal so ein bisschen austauschen. Ich finde das nämlich ganz cool. Ich suche eigentlich schon seit längerem so jemanden, mit dem ich mal sowas machen kann, wenn man quasi unter meine Fittiche nehme und ich hoffe, dass ihr, also die Leute von mir, von meinem Kanal, fleißig auf ihren Kanal klickt. Also ich werde ihren Kanal unterhalb meines Videos verlinken und dann klickt ihr da bitte drauf und abonniert mal, weil das ist nämlich ganz cool, was sie da macht. Na? Ja. Willst du noch irgendwas an deine Abonnenten richten, was sie auf meinem Kanal machen sollen, oder? Also ich glaube, so ziemlich jeder kennt dich, Christian. Hm. Aber doch, ich glaube schon. Da muss ich aber mal am Supermarkt, an der Kasse mal ein bisschen seriöser werden. Ja, aber kommt dir das nicht manchmal, bist du nicht manchmal im realen Leben, dass die Leute dich ansprechen? Ja, zwischendurch kommt das mal vor. Aber ich kriege manchmal so Blicke und dann denke ich mir, hat er mich jetzt erkannt oder nicht? Aber die Blicke habe ich doch schon vorher bekommen, deswegen, vielleicht liegt es auch an meinem Aussehen oder so. Am Hut, also, stimmt. Ja, mit dem Hut laufe ich ja nicht rum. Aber das Lustige ist, dass ich in sehr kuriosen Situationen wiedererkenne, also oder erkannt werde. Ne? Wo man mich eigentlich nicht erkennen sollte und dann kommen die Leute, ey, du bist doch hier Christian, der mit der Gitarre. Und ich sage, warum hast du mich jetzt erkannt? Ne? Naja. Aber du bist ja auch kaum zu übersehen mit deinen roten Haaren und... ja, erzähl doch mal so ein bisschen was über dich. Gut, deine Abonnenten kennen dich dann wahrscheinlich schon, aber trotzdem einfach mal, die hören dir bestimmt gerne beim Reden zu, ne? Ja, also ich habe jetzt gerade erst mein 100-Abonnenten-Special gemacht, cool, wo ich so ein paar Sachen verraten habe. Und ja, also ich wollte halt schon immer Gitarre lernen, schon seitdem ich 16 bin. Mhm. Und mit 16 war es dann so, dass ich dachte, die Leute, die mit 8 schon angefangen haben, konnten schon super gut Gitarre spielen. Und ich dachte mir, okay, du bist schon 16, du bist viel zu alt dafür, brauchst jetzt auch nicht mehr anfangen. Jetzt werden sich alle fragen, wie alt ist sie denn? Meine Sparte irgendwie, ich dachte so, mit 30 ist das Leben vorbei, quasi. Gedanken eines Teenagers. Ich habe das nie gefragt, wie alt du bist. Ich bin 28. Ah ja, gut. Jetzt gerade im Dezember geworden. Ah ja, ach, stimmt, ich erinnere mich. Vor ziemlich genau einem Monat. Mhm. Ja, sehr schön. Ja, und ja, dieser Gedanke, ich möchte Gitarre lernen, dümpelte immer bei mir so im Kopf rum. Mhm. Und jetzt ist es so, dass ich dann jetzt einfach mir, dass ich dachte, okay, jetzt reicht's, jetzt fängst du mal an. Mhm. Unter anderem auch, weil wir im Freundeskreis, ein Freund von mir, der spielt halt sehr gut Gitarre. Okay. Und da haben wir immer auf allen möglichen Feiern, fängt er halt an, da zu spielen und wir singen alle mit und das macht total Spaß. Und das hat mich jetzt auch echt nochmal so animiert zu sagen, komm, hey, wenn ich jetzt, wann dann, starte einfach. Und deshalb dachte ich mir, jetzt geht's los und um halt so ein paar andere Leute noch abzuholen, die vielleicht genau denselben Gedanken hatten wie ich, irgendwie jetzt im Erwachsenenalter brauchst du auch nicht mehr anfangen, habe ich jetzt gedacht, mach ich einfach mal einen Kanal. Ja, weißt du, süße 26, ne? Und denkst so, 28! Wie? Was? 28. Ja, ich habe gerade 26 verstanden. Ist das so, nee, ja? 28. Ah. Ja. Ja, ich mache mir die Frauen immer jünger, weißt du, als sie sind. Das muss an den roten Haaren liegen.
ich habe ja eine eigene Musikschule, ich bin ja quasi hauptberuflich Gitarren- bzw. Musiklehrer und ich habe halt auch immer wieder ältere, jetzt nicht 28-Jährige, sondern wirklich ältere, so Ende 50 oder so, ne? Und die sagen, ja, lohnt sich das überhaupt, ist man dafür nicht zu alt? Generell kann ich euch sagen, man ist nie zu alt dafür, das ist so wie eine Sprache lernen. Ne? Es gibt genügend Leute, die jetzt quasi frisch in Rente gehen und sagen, boah, jetzt habe ich Bock irgendwie Chinesisch zu lernen oder irgendeine andere Sprache oder nochmal Englisch oder so. Ne? Da könnte man ja auch sagen, hey, du bist doch eigentlich viel zu alt dafür, was willst du denn da noch mit? Ne? Aber es ist ja auch so ein bisschen so dieser Prozess da, ne? dieses Spielen, dieses Lernen der Gitarre und deswegen, du bist auf jeden Fall nicht zu alt. Ne? Slash hat auch erst ganz spät angefangen mit Gitarre und ist dann 3 Jahre oder 4 Jahre später mit Guns N' Roses relativ bekannt geworden. Ja, ach, das ist auch jetzt, denke ich mir auch, wie bescheuert bist du eigentlich, dass du mit 16 da gedacht hast, ey, ich lass es, ne? Ja. Wenn ich jetzt denke, wenn ich mit 16 angefangen hätte, wo wäre ich jetzt? Aber ja, also lieber gestern als heute anfangen. Aber du hattest, also ich sag's immer so klar, ne, wenn man sagt, oh, wo wäre ich jetzt, wenn ich damals da angefangen hätte, okay, aber du hast ja damals auch irgendwas gemacht. Also ich sage jetzt mal, wenn man nicht unbedingt auf der faulen Haut liegt, dann hast du dafür dann andere Sachen gemacht, vielleicht ein anderes Hobby, irgendwie Sport gemacht oder sowas. Und ich habe das bei vielen Schülern, die zum Beispiel so mit 18, 19 fangen die so ihr Studium an und dann hören die meistens auf, als Studium relativ doch zeitintensiv ist, obwohl ich habe auch einige Studenten, die ganz normal zum Gitarrenunterricht weiterkommen. Deswegen an alle Studenten, das ist nur eine Ausrede, wenn ihr sagt, hier, Christian, ich kann nicht zum Gitarrenunterricht kommen, ich muss zur Vorlesung. Ne? Aber gut, auf jeden Fall, dann hast du dann Studium, dann kommen die in den Job, dann haben die Familie, Haus und dann siehst du dann erst so Ende 20, Anfang 30, kommen die dann wieder, sagen, ja, ich habe so mit 18, 19 habe ich Gitarre gespielt, dann habe ich aufgehört, dann war halt ganz viel Stress, ganz viel Arbeit und Kind und keine Ahnung und jetzt fangen die dann wieder an, habe ich ganz, ganz viele Schüler. Deswegen ist es nie zu spät, also auch wenn man mit 30 dann erst anfängt, wenn du dann 3, 4, 5 Jahre dann dazu rechnest, dann ist man eigentlich ganz gut, das haut ja immer noch hin. Ne? Deswegen. Ja, ich habe auch echt tolles Feedback bekommen, auch wirklich von Leuten, die sagen, ja, ich habe mit 60 angefangen oder so, also cool. Das hätte ich echt nicht erwartet, aber und auch einige, die jetzt auch gesagt haben, hey, okay, wenn du jetzt startest, nehme ich das einfach zum Anlass, jetzt auch mal anzufangen und mir den letzten Ruck zu geben. Ne? Genau, das ist halt echt ganz cool. Ja. Ja. Die Leute werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, was habt ihr denn jetzt beide vor? Ihr seht ja ganz süß aus, aber... Was soll das eigentlich? Was habt ihr denn jetzt vor? Warum gucke ich mir das hier an? also unsere oder meine Intention war, dass ich dich halt oder dass ich die Jennifer so ein bisschen begleite und dass wir auch immer mal regelmäßig so Videos machen, wo wir entweder halt auch mal ein bisschen quatschen oder so oder dass wir wirklich mal ganz konkret arbeiten an der Gitarre, dass wir dann sagen, an was sitzt du denn gerade, weil du machst ja schön in diesen Videos, machst du ja so eine Lernstanderhebung mehr oder weniger und zeigst, was du lernst und wie du das machst und so, finde ich ganz toll. Also ich habe echt lange nach so jemandem gesucht und dass wir uns dann da halt darüber unterhalten, dass ich dir ein bisschen was zeige und sowas. Ne? Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt, immer her damit, wenn wir irgendwas machen sollen, wenn ich einen Kuschelkopf machen soll oder so, weiß nicht. Gerne. Immer her damit. Am besten unter Jennifers Videos posten. Dann brauche ich mich mit den Kommentaren nicht rumschlagen. Aber es hält sich ja in Grenzen. Es hält sich ja in Grenzen. Ja. Hast du, also ich frage mal so, hast du irgendwelche Fragen an mich? Ja, also ich habe jetzt tatsächlich am Samstag meinen ersten Auftritt. Habe ich auch meinen Abonnenten noch gar nicht erzählt. Das ist ja auch erst seit gestern bekannt. Ja. Also es ist ganz frisch und ich weiß auch noch nicht, was ich davon halten soll. Mit der Gitarre zusammen? Bitte? Mit der Gitarre zusammen? Mit der Gitarre. Eieiei, echt? Ja. Okay, was sollst du da machen? Ich bin auf einer Preisverleihung für YouTuber, für kleine YouTuber. Da habe ich mich angemeldet, weil ich aus NRW komme und das speziell für YouTuber aus NRW ist. Das ist der Julius Award. Und da bin ich jetzt für nominiert in der Kategorie Musik. Wo ist denn das? Wo wird denn der vergeben? Von was? Das ist im Unperfekthaus in Essen wird der vergeben. Ich glaube um 19 Uhr am Samstag jetzt. Und das ist privat organisiert. Ach so. Und, soll ich da erstmal so vorbeikommen als dicker YouTuber? Was ist das hier eigentlich für eine Veranstaltung? Geht das überhaupt hier mit rechten Dingen zu? Was heißt denn, wir kleine YouTuber? Ich bin auch klein.
Nee, aber auf jeden Fall bin ich Kann da man da auch so nominiert hin, und so zum Zugucken, dass das alles so geladene Gäste oder nee, so? da darf man auf jeden Fall hinkommen. Ja. Also ist, im Unperfekthaus, das kostet irgendwie 6 € Eintritt, sind dann auch alkoholfreie Getränke umsonst. Jeder ist Echt? willkommen. Ja, Also und Leute hin, so, mehrere Kategorien YouTube-Party. sind da auf jeden Fall. Alle Ja, am klar, Samstag komm hin. dahin. Wird jetzt zum ersten Mal ausgerichtet, Okay. auch von YouTubern, die sich da organisiert haben, die Ja. gesagt haben, wir machen mal jetzt etwas für kleinere YouTube-Kanäle und da gibt es 12 Kategorien, in denen Preise vergeben werden. Das ist auch ganz süß, die haben dann so mit 3D-Druck so kleine Pokale gedruckt Cool. und haben jetzt auch eine riesen Spendenaktion gemacht, wo die jetzt auch irgendwie die 2000 Euro zusammenbekommen Ja, haben, süß, schön. was dann so an die Gewinner geht in Form von Schön. Eine Amazon-Gutscheinen. super Sache. Weil du hast recht, es Ja. wird relativ viel immer für große YouTuber gemacht. Ich kriege das ja auch immer mit, weil ich ja so ein bisschen mit meinen 45.000 jetzt so ein bisschen so, ja, so am unteren Drittel. Also es ist jetzt nicht mehr ganz so wenig, aber jetzt halt so mit Gronkh oder anderen Größen kann ich halt nicht mithalten. Aber YouTube schreibt mich halt schon immer jetzt an und irgendwelche Workshops oder keine Ahnung, irgendwelche Einladungen und so. Und die kriegen halt auch nicht. Kriegt auch nicht jeder so, ne? Und das ist immer ein bisschen Ja. schade, dass man da als kleiner YouTuber nicht so richtig unterstützt wird, ne? Stimmt. Und was sollst du denn da machen? Was sollst du denn erzählen? Und da hat mich jetzt der Organisator angeschrieben und hat gesagt, hey, du bist doch hier Kategorie Musik, Ja. Jennifer, wir fänden es super, wenn du auf der Geil. Gitarre dann auch was spielen würdest. Geil. Auf der Bühne. Und Wenn wir uns wir jetzt ein haben auch bisschen eine länger Band, die kennen begleitet würden. dich. Wenn wir uns jetzt ein bisschen länger kennen würden und schon ein bisschen zusammenarbeiten würden, dann hätten wir eventuell was zusammen machen können. Das wäre eine coole Aktion gewesen. Aber Mensch, Christian, ja. ja, Aber bis hätten wir. Samstag, nee. Also ja, könnte ich, aber ich hab schon zu tun. Oh, Außerdem schade. weiß ich nicht, ob ich mich mit solchen kleinen YouTubern überhaupt abgeben soll. Oh. Naja. Nee, hast du denn mal irgendeine ganz konkrete Gitarrenfrage oder so, die ich dir nochmal Ja, eben schnell genau. Und beantworten zwar, soll? also genau, da kommt ja jetzt mein Auftritt. Ja. Und jetzt ist es so, dass ich ja dann da im Publikum sitze und auf einmal auf die Bühne muss. Und bei mir ist es tatsächlich so, dadurch, dass ich jetzt auch echt erst seit 2 Monaten übe, von jetzt auf gleich starten ist halt echt schwierig. Von daher wäre jetzt meine Frage an dich, ob es denn irgendwelche Aufwärmübungen gibt, die man so machen kann, ohne Gitarre, die man vielleicht quasi Ui. so, weißt du, im Sitzen irgendwie die Finger trainieren. Ich weiß nicht, ob es da was gibt. Oder was halt einfach so stillheimlich, was ich so nebenbei quasi machen kann, während ich Ja. der Und jeder Veranstaltung denkt sich so, folge. was macht die denn da? Voll am Also generell wäre es natürlich cooler, wenn du irgendwie an der Gitarre dann dir die Gitarre holen könntest oder so, dann eben schnell ein paar Fingerübungen oder so, ne? Wenn das überhaupt nicht geht, ne? Wenn du halt so ein bisschen so die Finger aufwärmen willst, es gibt so in einigen Büchern oder auch so Gitarrenlehrer empfehlen, dass man halt vorher mal die Finger so ein bisschen dehnt, ne? So den hier zum Beispiel oder so oder halt immer so auf und zu, da kann man schon mal so ein bisschen so die Muskulatur aufwärmen und schon mal so ein bisschen vorbereiten. Ne? Ansonsten geht es halt ganz gut, wenn du halt irgendwie irgendwas hast, ein Buch oder sowas oder irgendeine eine Unterlage, dass du halt einfach hier so mit den Fingern so ein bisschen rumspielst, ne? Oder irgendwelche Kann ich auch Fingerkombinationen auf halt dann Knie machst, ne? machen dann, Oder oder? zum Beispiel der ist auch immer ganz nett, so mit dem Daumen, ne? Und dann andere Kombinationen hin und her, ne? Das kannst du ganz gut machen, aber das ist alles so, ja, das ist nett, aber jetzt für deinen Auftritt ist das jetzt nicht so, dass ich sage, hey, wenn du das jetzt nicht machst, dann spielst du schlecht. Und wenn du jetzt vorher dann dich hier hinsetzt und so Kombinationen machst, ne, dann wird das total gut. Wenn du jetzt merkst, irgendwie meine Hand ist kalt, aufgrund des Wetters vielleicht oder so, dass du Oder einfach der so ein bisschen Nervosität. Nervosität, ne, kannst du auch. Ne? La, 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 la. Jenna, was machst du da? Ich weiß nicht. Ich bin nervös. Also dir wird auf jeden Fall die Hutschnur oder der Arsch auf Grundeis gehen. Das sagt man hier so im Pott. Ne? Ich bin ja jetzt schon nervös. Du hast natürlich diesen Und ist noch ein paar Tage Mädchenfaktor. hin. Ja? Mädchen oder Frauen, wenn die sich verspielen, das ist egal. Ne? Du hast noch rote Haare, dann tust du noch so ein bisschen was für deinen Ausschnitt oder so, da achtet dann eh keiner mehr drauf. Ne? Ja, er Aber hat auch gesagt, sie lassen ja Gnade walten, weil sie wissen ja, dass ich noch nicht so lange genau, spiele, genau, aufgrund meines Kanalkonzeptes so. ja. Aber natürlich will man es trotzdem so gut wie möglich machen, ne? Genau.
Deswegen. Ja. Du wirst natürlich jetzt schon so ein bisschen durch die Videos oder so, du kennst das jetzt vielleicht schon, du hast ja ein paar Videos jetzt gemacht, dass wenn die Kamera läuft, irgendwie fühlt man sich trotzdem beobachtet, auch wenn das vielleicht in deinem Raum ist, aber so man sagt, okay, jetzt muss ich das und das spielen. Gut, bei mir ist das jetzt bei den Tutorials noch was anderes, weil ich ja was dann präsentiere. Ich habe ja auch eine Facebook-Gruppe, wo die Leute ein bisschen was reinposten können, nur Videos oder so. Und da sagen die meistens, ja, das hat gerade noch funktioniert. Wenn der Aufnahmeknopf läuft, dann funktioniert irgendwie nichts mehr. Und das ist halt so. Da kann man zum Beispiel so eine Live-Situation ganz gut simulieren, indem man mal eine Kamera aufstellt oder zwei. Du hast ja auch einen Freund, dann lässt du mal den Freund zugucken oder noch andere Leute, so zwei, drei auf der Couch und du spielst mal wirklich vor. So eine Präsentationssituation und da kann man das ein bisschen trainieren. Ansonsten kommt das halt mit den Jahren, dass man halt dann auf der Bühne einfach ist und sich dann da wohlfühlt. Ne? Man muss auch ein bisschen dafür geboren sein, wenn du das jetzt, wenn die Situation für dich so unangenehm wäre, dass du sagst, oh nein, ich kriege jetzt schon Albträume, dann hättest du, glaube ich, auch nie zugesagt. Also ich glaube, das wirst du schon ganz gut machen. Ist vielleicht jetzt noch ein bisschen unangenehm, aber wenn man so eine Person ist, die dann vielleicht das genießt oder sowas, ne, wenn die Leute einen dann angucken und sagen, hey, cool, ne? Ja, Super. ich bin momentan so auf Herausforderungen. Da stehe ich gerade drauf. Ich dachte mir auch so, okay, fuck this shit, ich mache das jetzt einfach. Genau, Und wenn ich genau. dann da oben stehe, denke ich mir wahrscheinlich, wie konntest du nur? Genau. Aber Ist ich mache das jetzt halt, ja, wohl, einfach. ne? Dieser Moment, ich habe unheimlich viel Live-Erfahrung und dieser Moment, so 10 Sekunden vorher, diesen Schritt auf die Bühne, das ist das, was so, und dann, wenn du genau drauf gehst und wenn du dann die Leute siehst, dann ist man dann so in dem, quasi im Tunnel drin, ne? Und dann geht's eigentlich. Aber so dieses kurz davor, dann kriegt man nassschweiße Hände und dann, aber. Ah ja, das machst du schon. Das wird auf jeden Fall cool. Mach Video von und so und poste das und berichte davon. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, Was gut. war dein erster Auftritt? Wo Bitte? hast du, was war dein erster Auftritt? Mit irgendeiner Gammelband in irgendeinem Mit Gammelschuppen. 16. Oder ich glaube sogar irgendwie bei einem Geburtstag. Also ich weiß nicht mehr. Es war ist schon so lange her, aber ist schon. Ja. Ja. Naja, gut. So, dann hören wir jetzt mal auf. Haben wir schon lange genug gelabert, ne? Ja, genau. Ja, ne? An Ich meine mache auf jeden Leute, Fall den also, hier. ja, genau. Oder halt, ne? Was auch immer ganz gut ist, so beim Autofahren, ne? So oben auf dem Lenkrad kann man auch mal so ein paar Sachen machen, ne? Oder irgendwann, man spielt irgendeinen Riff, ne? Aber ja, oder auch so Fingertrainer oder was ich hier zum Beispiel auch habe, hier, solche Dinger, ne? Ja, das ist alles, ne? Bringt's das nicht, ne? Am besten ist, wenn du eine Gitarre hast und dann da irgendwelche Fingerübungen machst oder irgendwelche Akkorde oder so nochmal zum Festigen, das ist immer am besten. Ne? So, gut. Ja, liebe Leute, Okay. ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen. Geht auf ihren Kanal, abonniert sie. Sie ist ganz cool so und sie ist Mädchen. Mädchen gehören einfach abonniert, das ist einfach so. Und ihr werdet dann regelmäßig was von uns sehen. Genau. Danke fürs Zuschauen. Ich berichte auf jeden Fall von Samstag, von meinem Auftritt und bin selber sehr gespannt und freue mich auf jeden Fall aufs nächste Video. Gut, gut. Gut, macht's gut. Ciao. Ciao.